Ja. Selbstbewusst und aufregend war diese Frau. Ich will dem stolzen Herrn sagen, dass ich ihn nicht mehr liebe. Im Film wie im Leben stets besonders. Luigina Lollobrigida kommt 1927 nahe Rom zur Welt. Mit 3 Jahren wird Gina zum schönsten Kleinkind Italiens gekürt und gilt später in Anlehnung an einen ihrer Filmtitel als schönste Frau der Welt. Sie studiert Malerei und Bildhauerei und wird als Schauspielerin entdeckt. Sie wird Filmstar und Sexsymbol. Die junge Italienerin verdreht der Welt den Kopf, wird verehrt, bejubelt und vielfach ausgezeichnet, unter anderem 4-mal mit dem Bambi. In den 1970er Jahren reicht es ihr. Lollobrigida wechselt hinter die Kamera, wird Fotografin und kehrt in den 1990er Jahren zur Bildhauerei zurück. Mehr als 20 Jahre ist Gina Lollobrigida verheiratet, hat einen Sohn und mutmaßlich mehrere Affären. Ihren 90. Geburtstag feiert sie filmreif mit mehreren 100 Gästen. Ein Fest für La Lollo mitten in Rom. Das Leben ist kein Spaziergang, sondern eine ständige Herausforderung. Man braucht Durchhaltevermögen, Kraft, ein Ziel. Und man darf keine Angst haben vor gar nichts, sondern muss einfach vorangehen. Sie ist weit gegangen. Nun ist sie gestorben und nicht nur in Italien trauern Kunst und Kino um Gina Nazionale.